eben stark im Vorbereitungsspiel. Das sind ja so gut die Freunde und unser Nachbarn, das ist der Gruber. Stefan, Testspiel gegen Grunbach. Wie ist es gelaufen aus deiner Sicht? Ja, also ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden. Vor allem die erste Halbzeit war ganz solide. Wir hatten eigentlich viel Ballbesitz, hatten auch die deutlicheren Chancen. Das 1:1 war sehr unglücklich, eigentlich der erste Torschuss. Zweite Halbzeit, da hat sich das Spiel ein bisschen so verlangsamt, meiner Meinung nach. Grunbach ist an Führung gegangen und für uns war es gut, die Moral, dass wir dann einfach hinten raus noch das 2:2 gemacht haben und das nehmen wir mit fürs Spiel heute. Was meinst du, war das Spiel etwas hitzig? Gab viele Verletzte, vor allem auf Grunbacher Seite oder ist es ein bisschen unglücklich gewesen? Ja, das klar, Derby ist immer, egal ob es Freundschaftsspiel ist oder nicht, dass natürlich absichtlich jemand einen verletzen möchte, das will ich keinem in die Schuhe schieben. Das war heute von unserer Seite, muss ich zugeben, ein bisschen hart, ein, zwei Fälle, ja. Es tut mir leid natürlich für die Grunbacher, dass da der eine oder andere verletzt ist. Denen wünschen wir natürlich gute Besserung und dass sie zum Rundenbeginn wieder fit sind. Aus deiner Sicht die Vorbereitung, wie bewertest du sie, wie ist sie gelaufen und was sagst du zu den Verstärkungen? Ja, also intensive Verstärkungen haben wir uns eigentlich nicht zugelegt im Winter. Ein Spieler, aber wir sind sehr gut aufgestellt. Die Vorrunde war sehr gut von uns. Jetzt heißt es natürlich anzuknüpfen an die guten Leistungen und das wird natürlich die Herausforderung. Vor allen Dingen halt auf Platz 1, da ist man immer gejagt, das wissen wir. Aber ich hoffe, dass vor allem die Jungen da fokussiert sind, arbeiten, fleißig im Training sind und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Platz 1 hast du schon angesprochen. Den belegt ihr gerade in der Kreisliga Pforzheim mit 4 Punkten Abstand. Ja, was denkst du, was hat man sich vorgenommen? Ist der Aufstieg ein klares Ziel oder wie sieht's aus? Gut, träumen davon tut natürlich jeder. Letztendlich hängt es ganz von uns ab. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen ja natürlich jedes Spiel gewinnen und dann sieht man, wo die Reise hingeht. Ja. Wenn es klappt, wäre es schön, dann freuen wir uns. Wenn nicht, dann tut es uns auch nicht weh. Stefan, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Gerne, vielen Dank.